Prost, ihr Säcke. Hallöchen, liebe Nerds, Geeks und Gamer da draußen. Wie ihr seht, ja, die Loot Chest ist noch einmal da. Nicht so wie gesagt, ich habe das doch noch um einen Monat verlängern lassen. Eventuell kommt es vielleicht auch noch mal noch ein bisschen länger. Ja, wie ihr seht, irgendwas knistert da drin. Die Loot Chest ist da und kaputt. Naja, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir die mal wieder auf. Die ist, wieso ist die schon auf? Also ganz ehrlich, Leute, ich war das nicht. Ich sehe das gerade. Ja, werden wir mal trotzdem gucken, ob alles drin ist. Ich weiß nicht, was das soll. Wir machen das wieder nach dem, oh, ein neues Heft. Hier, die September Loot Chest. Ja, ne? Neues Büchlein. Diesmal größer. Lootbook. Wir machen das wieder nach dem Zufallsprinzip. Ich greife mir wieder irgendwas. Und ja. Diesmal ist es die Halloween Special. Deswegen habe ich mir sie nämlich nochmal bestellt, weil ich die Halloween Special unbedingt mal zeigen wollte. Also packen wir sie mal aus. Knister, knister. Was haben wir hier? Ah, irgendwas Größeres. Und es ist Konfetti. Es ist eine Popfigur. Und zwar Jason. Von Freitag der 13. So. Tada. Ich wollte schon immer so eine Popfigur haben. Das ist die erste. Ne? Ja. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil. Ich mag diese Figuren. Ich weiß nicht, ob ich die auspacken soll oder nicht. Ich tue es jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich mache damit keinen Fehler. Hier haben wir Konfetti. Tada! Bisschen überbelichtet hier. Gucken, ob ich den Fokus kriege. Ja. Echt detailliert. Bewegen kann man die auch. Ansonsten. Ja, das war schon mal die Figur. Schauen wir noch mal weiter. Was haben wir hier noch? Beast Bomb. Popping Candy with Lolly. Okay, mal wieder was Süßes. Beast Bomb. Cool, mit Erdbeergeschmack. Alles klar, super. Dann werden wir die doch mal gleich auch noch mal essen. Was haben wir noch? Lecker. Kleine Blutreserve. Geil. Überall dieses Konfetti. For drinking. Shake well. B. Oh, ich weiß nicht, ob das so meine Geschmacksrichtung ist, B. Aber naja. Ist das echt zum Trinken? Ja, ne? Werden wir gleich mal. Ja, zum Trinken. Damit wieder ein bisschen in den Fokus setzen. Zack. Zack. Werden wir da auch gleich mal noch mal probieren. Und weiter geht's. Was haben wir noch so? Noch eine. So eine Tonne hier. Mal ein bisschen hier aufmachen. Yeah. Ah. Barrel Slime. Yeah.
Seht ihr das? Ja, so ein hübschen Schleim. Jetzt klebt das hier auch noch mit den Fingern dran. Ja, geht. Ja, ich glaube, diesmal ist es nicht zum Essen. Na, lecker. Ja, hier der hübsche Schleim. So, dann haben wir den Schleim hier auch. Und wollen wir mal weiter reingreifen? Ja, ne? Ja, machen wir mal. Und was haben wir hier? Ghostbusters! Ein Schlüsselanhänger von Ghostbusters. Ich habe hier immer noch den Schleim dran. Ghostbusters! Der ist auch richtig nice. Pyramid. Okay, cool. Ein Ghostbusters-Schlüsselanhänger. Und dann gucken wir mal weiter rein. Heute geht das ja alles fix hier. Ich fühle, glaube ich, gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ich fühle nicht mehr. Außer Konfetti. Nee, ansonsten ist da noch ein T-Shirt drinne. Alter. Ey, was soll das? Das ganze Konfetti. Alter. Das ist ein richtig, richtig fettes Shirt. Oder ich das mal zeigen hier. So. Oh, die Kamera steht heute echt scheiße. Ein Umbrella Corporation Shirt. Mit, ich weiß nicht, soll das Alice sein? Soll das Liam sein? Ah, nee, das ist Liam. Also aus den Spielen, nicht aus dem Film. Superst. Ja, wie ihr seht, auch noch wieder ein richtig fettes Shirt mit mega viel Konfetti. Ich weiß auch nicht, warum ich das heute alles so. Oh, dieses Konfetti, ey. Jetzt muss ich gleich staubsaugen hier im Studio. Und ich glaube. Nee, das war's doch noch nicht. Hier haben wir nochmal ein Sticker, ein Kirby mit dem von den Ghostbusters, hier diesen Marshmallow, diesen Tankstellenmännchen da, Michelin-Männchen. Der ist auch richtig nice, kommt mal wieder an meine Wand. Und was haben wir hier noch? Eine handunterschriebene Autogrammkarte von Alexi Bexi. Na, komm. Fokus. Ja, hier mit. Hand unterschrieben. Alexi Bexi. Der macht natürlich auch hier die Unboxings. Jetzt mache ich hier ein bisschen Werbung. Ich glaube, es heißt Alexi Bexi. Ja, wie ihr seht, Alexi Bexi. Nice. Und nee, das war's immer noch nicht. Hier sind mal wieder Loot Chest Aufkleber drin. Richtig cool. In Halloween-Schrift. Das ist doch mal richtig, richtig nice. Aber jetzt sollte es eigentlich gewesen sein. Hier noch mehr Konfetti. Und ansonsten ist der Karton leer. Ich gucke noch mal kurz, ob da wirklich nicht irgendwie was fehlt. Ich werde euch mal hier Karton zumachen. So. Bisschen hier den ganzen Kram hinschmeißen. Zack, zack. Und das Shirt.
So, da haben wir den ganzen Kram. So, dann ist einmal hier das Shirt. Eine Funko Horror Pop. Oh, da steht jetzt diesmal auch immer der Marktpreis drin. Das Shirt kostet 19,99. Die Popfigur 13,99. Die Blutportion 6,99. Der Sticker, der Stay Buffed Sticker 1,99. Der Keychain 4,99. Die Beast Bomb 1,49. Und ja, das war's. Der Rest ist alles noch auf Englisch. Dieses schaurige, süße Beast Lollipop will ich so gerne. Geschmacksrichtung. Meine kommen in einer kleinen Ladung. Pop Candy Mix. Okay, cool. Okay. Und mit dieser Nahrung. Ja, ihr hört's. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Aber ich werde jetzt mal den Kram hier probieren. Geh auf. Nimm doch mal wieder unseren hübschen Stift zur Hilfe. Schon ist die Spitze von dem Stift abgebrochen. So behandelt man doch Stifte. So. Tada! Hier haben wir den Lolli, den Lolli, den Lolli. Ey, wo ist der Lolli hin? Ist der Lolli abgefallen? Ihn aber wieder reinstecken. So, dann probieren wir doch mal die Candies. Ja, richtig schön eintauchen hier. Nein, der Lolli ist wieder abgefallen. Dafür, dass ich das Unboxing so schnell gemacht habe, habe ich jetzt. Nein, der Lolli ist in zwei Hälften. Wisst ihr was? Doch. Es knistert. Hört ihr das? Ja, ihr hört. Die Beast Bomb knistert. Und dieses blutige Trinken hier. Wollen wir doch auch mal probieren. Schmeckt nach Kirsche. Boah, aber total künstlich. Ja. So, ja Leute, ich würde sagen, bei diesem Chaos hier, vor die Perspektiven. ja Leute, ich würde mal sagen, bei dem Chaos hier verlasse ich euch jetzt nun. Ich hoffe, euch hat die Luches gefallen. Ich finde schon alleine das T-Shirt und die Figur finde ich hammer cool. Ich wollte sowieso solche Popfiguren haben. Zum Poppen. Nein, Spaß. Ja, ich habe mir an sich ein bisschen mehr aus der Halloween Special erhofft. Ein bisschen mehr so, ich sag mal, was zum Spielen. Nicht nur so viele Süßigkeiten. Aber ja, trotzdem ist sie echt cool. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, jetzt muss ich erstmal staubsaugen. Bis denn, ciao!